Halli, hallo und herzlich willkommen zum Live-Basteln am Sonntagabend. Ich bin Irene und an meiner Seite habe ich wie immer meinen lieben Ehemann Joachim. Ihr dürft ihn Joe nennen. Hallo, schönen guten Abend und am Anfang, ihr kennt das gute alte Ritual, weil öfter geht ja auch mal was schief. Ich habe schon so eine kleine Auswahl in den Chat gepostet an Blumen, weil morgen ist der Valentinstag. Wenn ihr uns gut hören und sehen könnt, dann schickt uns doch mal eine Blume in den Chat. Und wer das nicht kann, der schickt uns eine 14. Oder wer das auch nicht kann, der schickt uns eine 7, weil das ist 14 durch 2. Oh, Donnerwetter. Ich kann rechnen. Ja, Mathe warst du schon immer schon stark, auch Kopfrechnen und so. Das fasziniert mich ja immer ich, mal. Ich kann gut Prozentrechnung tatsächlich. Und Dreisatz und so. Ja, soll ich kurz erklären, warum? Ja? Das, weil ich in meiner Ausbildung, ich habe ja Einzelhandelskaufmann Textil gelernt vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren, hier in Lüchow in einem Geschäft. Und wir haben damals Stoffe und Kurzwaren als Meterware verkauft. Und auf den Stoffballen stand ja immer nur der Meterpreis dran. Und wenn jetzt ein Kunde kam oder eine Kundin und wollte 25 cm Stoff haben, dann musste man das im Kopf ausrechnen. Unser Seniorchef, der war da aber richtig hinterher. Und dann hat er uns das beigebracht. Durch 100 mal 25. Mache ich heute noch so. Oder ich rechne immer erstmal durch 100 mal 10 und so. Kann ich. Gut. Ja, wir haben ein schönes Programm. Nein, damit beeindruckt mich man mich ja, weil ich bin ja mal das Techniker, wie ich immer sage. Alles gut. Ich habe mich, oder nicht ich, wir haben ein schönes Programm für euch vorbereitet. Wir werden eine tolle Karte basteln. Wir haben den Trailer dazu. Wir haben Zuschauerkarten. Wir haben eine Anleitung. Die stellst du noch nicht rein. Wartest bitte noch einen kleinen Moment. Mit Zuschnittangaben allerdings. Ein bisschen was müsst ihr euch auch noch selber aufschreiben. Und ich nehme euch jetzt aber erst noch einmal auf den Tisch, weil ich ein ganz bisschen nochmal, ja, ich sag jetzt mal, Produktinformation, Kundeninformationsservice leisten möchte. Und zwar, zum einen gibt es ja jetzt seit dem 1. Februar die Kollektion miteinander verbunden, haben sich viele schon gesichert, da sind ja die tollen Blends drin. Wer das Stempelset und die Stanzform nicht haben möchte, der nimmt einfach nur die Blends, hier diese, und ihr könnt sie auch im Doppelpack einzeln kaufen. Das war jetzt eine Logik, ne? Also ihr könnt immer zwei, also die sind immer zu zweit abgepackt und ihr könnt die dann einzeln sozusagen kaufen. Noch nicht einzeln. Den Doppelpack könnt ihr einzeln kaufen. Ihr müsst also nicht alle 5 Pakete nehmen. Es ist auch kein Preisvorteil dabei. Das ist einfach, damit es euch leichter fällt und ihr nur eine Bestellnummer habt. Das ist der Grund, warum es da eine Bestellnummer gibt. Ne? Und dann, da könnt ihr ja drüber nachdenken. Und das schwarz-weiße Papier gibt es ja auch mittlerweile. Also dieses kaufmännische Rechnen schreiben, das kennen die. Und deine Schwester Ulrike, schönen guten Abend Ulrike, die kennt das natürlich auch noch. Ja, siehst du wohl, ja, da uns gut beigebracht, der alte Herr. Darf man das jetzt sagen, den Namen? Huh? Ja. Herr Hut? Otto Hut, auch das war. Ja, war schon cool. Wellen des Ozeans. Ab dem 1. März für euch bestellbar. Für Demos, die sich jetzt anmelden, die könnten sich das sogar in Starter-Set legen lassen. Die Sachen werde ich vermutlich in den VIP-Club einbinden für März. Und dann ein paar schöne Ideen zeigen. Das ist schon mal die allererste Idee, aber da gibt es ja noch ganz viel mehr. Ne? Also, wer das nicht haben möchte, um in den VIP-Club zu kommen, muss man aber mindestens das Papier, oder sagen wir mal andersrum, mindestens 30 oder 35, das muss ich nochmal durchkalkulieren, Euro bestellen. Und wenn es dann nur das Glitzerpapier und die Steine sind. Ansonsten macht es ja eh keinen Sinn, weil das ist ja die Anleitung werden sich ja um das Produktpaket drehen. Ja, was will man denn eben? Was will man denn, wenn man so eine Karte bastelt mit den Stanzformen und Stempeln da? Was, ja, das hat ja wenig Sinn. Genau. Die neue Magnettafel ist da. Ich kann euch meine mal ganz kurz zeigen, aber wir haben wirklich ein strammes Programm. Von daher dachte ich, ich würde das ganz ausführlich zeigen wollen. Ich stehe mal auf. Ich gehe mal vom Mikro weg, dass ihr euch nicht wundert. So sieht es aus in echt. Und am Mittwoch, da wird es dann genau die Anleitung dazu geben. Ihr könnt euch das gerne bestellen. Ich nehme euch auch einmal kurz zurück. Ihr könnt euch das jetzt bestellen, heute Abend noch. Ab 30 Euro ist Versand kostenfrei bei mir. Dann bestelle ich die im Rahmen der Sammelbestellung mit. Und wenn ihr zwei bestellt, was ich wirklich nur empfehlen kann, dann habt ihr 62 Euro und es gibt noch ein Celebration-Set. Jetzt hatte ich so ein bisschen im Newsletter versprochen, dass wir das so ein bisschen zeigen. Das war jetzt ein bisschen wenig. Vielleicht schaffen wir das nachher bei den Zuschauerkarten, dass du das vielleicht die Sachen, die du für Mittwochwoche das nochmal wegnimmst, da irgendwie, dass man dann wenigstens die Einzelteile so ein bisschen erkennen kann, weil natürlich, das ist ein bisschen zu kurz gekommen. Auf jeden Fall. Ich werde euch auf jeden Fall noch so ein bisschen Einzelteile zeigen, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Ich sage nur, es lohnt sich. Ich finde es toll.
Für jeder, der, für jeden, jeden, jede, die Enkel und so weiter hat und Enkelinnen einfach kaufen. Oder als Home-Deko. Als Home-Deko, genau. Wollen wir mit dem Trailer starten, ja, damit die Zuschauer wissen, was wir heute basteln, weil es gibt endlich wieder eine Funfold-Card für euch und ich bin selber ganz verliebt da drin und sag jetzt mal Trailer ab. Ich hoffe, die Karte gefällt euch. Also ich finde sie schön. Und gut, dass ich immer so von mir selber so überzeugt bin. Ne? Ja, aber sonst würde es mir auch keinen Spaß machen. Ich kann ja nicht das basteln, was mir nicht gefällt. Und ich möchte mit dieser Karte, ich nehme euch auf den Tisch, ich möchte mit dieser Karte natürlich diese Falttechnik zeigen. So wird sie zusammengefaltet. Die passt in einen normalen C6-Umschlag. Und ich möchte euch das Papier Bienenliebe näher bringen, Stempelset Bienenliebe und ganz, das hatte ich ja eigentlich versprochen, dieses Gartenset hält in Handschuhen. Ich habe hier die Stanzform und es gibt ja auch das passende Stempelset dazu. Und ich dachte, das kommt hier so schön zur Geltung, die Leiter mit dem Werkzeug, das ist aus dem Gummistiefel-Set noch das Werkzeug. Und wie ich das gebastelt habe und gestaltet habe, das. Ich finde die Schaufel ja ganz faszinierend. Hast du die so ein bisschen gebogen irgendwie? Mhm. Die sieht ja wirklich echt aus. Das ist ja echt faszinierend. Und da sind noch mehr Tipps bei, die ich euch gerne näher bringe. Wenn ihr das nicht habt, was ich eigentlich fast glaube, dann könnt ihr euch das zum einen gerne bestellen, ganz klar. Aber ihr könnt es natürlich mit jedem eurer Papiere und eurer Motive nachbasteln. Ja, und ist das kompliziert, fragt die Conny? Nein. Gar nicht. Ist nicht kompliziert. Das macht natürlich was her. Ja. Diese ganzen Schlitze da drin und wenn man das hin und her faltet und so. Aber du wirst uns ja jetzt verraten, wie das geht. Ja, mache ich. Und ihr braucht tatsächlich nur einen Bogen Karton und nochmal, ich glaube, einen Bogen Weißen hatte ich für Schnibbelkram. Also die Christine sagt, die Karte ist super schön und Kerstin sagt, die Karte ist mega schön. Und was hatte ich gesagt? Wer war denn das noch? Margarete sagt, Irene, die Karte ist super. Ach, das freut mich. Anleitung kommt. Schöne wie gesagt, Karte, aber sagt, jetzt guck bitte erstmal. Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle. Petra sagt schöne Karte, Christa sagt schöne Karte, Kitta sagt eine schöne Karte und das hört ja gar nicht auf. Ja, das ist also toll. Ja, wow, die Karte ist fantastisch, sagt die Crafting Lady, prima. Und Sandra sagt auch, sensationell, bin schon verliebt in diese Karte. Na, etliche. Ach schön, das freut mich. Das ist ja so, freut mich wirklich. Also das ist ganz, ganz einfach. Ihr werdet gleich staunen. Also ihr schneidet euch das ganze DIN A4 Blatt einmal komplett auf 15 cm der Länge nach, ne? Das ist also die Höhe der Karte. Aber weniger ist doof, weil dann wird es so kompliziert mit dem Rechnen. Jetzt legt ihr euch das quer rein und macht die Falzlinien bei 5 cm. Ihr kriegt gleich, wartet mal ganz kleinen Moment, ihr kriegt gleich dieses Bild hier zum Screenshotten. Aber wir machen jetzt erstmal so weiter. 5 cm. Bist du Silvia? Schaut auch zu und sagt auch, das ist eine schöne Karte. Ja, die hast du jetzt ja nicht neu erfunden, haben wir auch nicht behauptet, weil einige sagen, oh, die kenne ich schon, habe ich auch schon oft gebastelt. Jo, dann geht euch das ja leicht von der Hand und für alle die es noch nicht gemacht haben und das vielleicht gerne mal machen möchten, haben wir jetzt gleich noch die Anleitung, den Warenkorb habe ich jetzt erstmal schon eingestellt und ansonsten gut zuschauen, dann kann man es auch ableiten. Also für die, die das schon kennen, umso besser, seid froh. Ich habe mich erstmal einmal verschnitten. So, toll, wenn ihr das immer alle gleich so könnt. Und die, die es nicht können, die gucken jetzt einfach zu und freuen sich über die neue, für sie neue Kartenidee. Ihr legt den Karton, also ich habe gefalzt bei 5 und bei 10 cm jeweils von der Außenseite. Das ist ganz wichtig, ihr müsst das so machen. Von einmal hier 5 und da 5 und dann hier neu ansetzen, wieder 5 und 10. Weil sonst kommt das eventuell mit dem Mittelteil nicht hin, weil das ja nicht 30 cm lang ist. Jetzt nehmen wir zwei Einschnitte vor. Bei 5 cm und ihr startet, jetzt muss ich hier genau gucken, bei dem
ersten, hier bei der ersten Falzlinie startet ihr bis zur letzten Falzlinie. Wird gleich ein Schuh draus. Einmal. Aufpassen, ich habe schon wieder müh zu weit geschnitten. Ne? Das ist so ein bisschen schwierig. Also müsst ihr am besten am Wohnzimmertisch schön bei hellem Licht, bei schönem Tageslicht und dann auch ruhig mal den Kopf richtig drüber nehmen. Und beidseitig bei 5 cm. Jetzt habt ihr euch die Karte quasi in ganz viele Quadrate und Rechtecke eingeteilt. Hier ist mein, ich lege es gleich nochmal anders hin. Hier ist meine Skizze. Und das kann ich euch auch nur empfehlen, das dann euch so eine Rohskizze zu machen, damit ihr nicht jedes Mal überlegen müsst und suchen müsst, wenn ihr eure schöne Karte nämlich jetzt verschenkt, dann ist sie ja erstmal schon mal wieder einmal weg. Ne? Wir machen die erste Falz als Bergfalz zurück. Hier steht zurück. Ne? Dann nehmt ihr euch das in die Hand und hier steht Berg vorwärts. Jetzt nehmt ihr euch das so in die Hand, dass ihr euch den Karton nicht verbiegt. Das geht gleich leichter, wenn ihr erstmal einmal... Also nur den Knick machen und nicht zwischendurch den Rest verbiegen. Das ja, genau, jetzt, hier nicht jetzt irgendwie... Denke, hier soll man doch jetzt biegen. Nee, Nein, man soll alles andere nicht verbiegen, nur jetzt gerade den Falz verbiegen. Hier geht es wieder auf Berg. Das geht gleich leichter, wenn ich damit fertig bin. Das ist jetzt nur am Anfang. So, und wenn es jetzt nämlich so ist, wie es sein soll, dann könnt ihr die Karte gleich ganz einfach zusammenlegen. Schaut mal. So, und jetzt, da ist jetzt manchmal so ein kleiner Bubbel, da müsst ihr einfach ein bisschen... wie soll ich sagen, jetzt ist er schon weg. Ihr müsst dann da kräftig mal mit dem Falzbein drüber gehen und einfach schöne scharfe Kanten da herstellen. Und vom Format her, sage ich mal, die passt in einen ganz normalen Briefumschlag. Ja. Und wird ein bisschen dick, aber das reicht ja trotzdem. Das darf ja sein. Ja, dann so, bezahlt kommt ein bisschen mehr Porto. Ja, warum 20 Gramm, glaube ich. Naja, schauen wir mal. Nee, so schwer ist die, glaube ich, auch gar nicht. Da kommt ja noch ein bisschen Material drauf. Auf jeden Fall ist jetzt die Grundkarte fertig. Mega einfach, mega simpel. Und wenn ihr euch das hier einmal später so oder so irgendwie abmalen wollt, das ist nur die Skizze, damit ihr wisst, wo Berg und wo Tal ist. Ne? Mehr ist da gar nicht drauf. Ich lasse es noch mal ein bisschen liegen hier, dann könnt ihr euch das auch abschreiben. Jetzt wird dekoriert und ich habe ganz viel tatsächlich vorbereitet, weil es einfach sonst zu lange dauern würde. Die Zuschnittangaben, die bekommt ihr, das hier, ich gucke mal hier in meinen schönen Böchsleins, ne? Die Zuschnittangaben bekommt ihr und wir brauchen... Siehst du, die Maike sagt 1 Euro bis 50 Gramm. So manche oder zwei haben gesagt, sie haben zum Basteln eine Tageslichtlampe. Ist das nicht das, was wir auch manchmal haben, hier mit dem Tageslicht, wo man da praktisch ein bisschen mehr... Nee, es gibt richtig Handarbeitslampen. Ja, die schreiben hier von der Tageslichtlampe. Ja, das sind dann Tageslichtlampen. Die haben andere Leuchtstoff. Das ist aber nicht das, was du meinst. Ah, okay. So, ich habe hier die beiden Seitenelemente zugeschnitten aus dem Designerpapier Bienenliebe. Schaut mal, das ist hier auf der Rückseite. Da sind die Rückseiten alle... Jetzt muss ich es doch verstehen, damit ihr besser sehen könnt. Sind alle so Holzmusterung, ne? So, wir machen gleich mal ein kurzes Break, weil es sind etliche dazugekommen. Die freuen sich bestimmt, wenn wir nochmal den Trailer zeigen. Sehr gerne. Dann erstmal einmal Trailer ab und dann machen wir hier weiter. So, also an alle, die neu dazugekommen sind, das ist eine sogenannte Fancy Fold, eine Fun Fold Card und die Bezeichnung ist Tri Fold Card, weil die so dreimal gefaltet wird.
Ist eine simple Technik, kann man, wenn man das, wenn man Lust hat, auch auf andere Größen sich selber umrechnen. Ich habe mich hier an das 5er-Karo gehalten, ne? Immer in 5er-Karos eingeteilt. Das fand ich jetzt ein bisschen angenehmer. Und ich werde jetzt erstmal weiter dekorieren. So, ich bin, habe mir also, die, wie gesagt, die Zuschnittangaben bekommen. Die sind immer 0,5 cm kleiner als das entsprechende Rechteck oder das entsprechende Quadrat, sodass man immer noch so ein bisschen Rand hat. Und ich weiß, gleich werden ganz viele sagen, boah, jetzt klebt sie das ganze Designerpapier zu, das sieht man, das ist ja schade. Ihr könnt es natürlich auch nur so lassen, aber ich wollte natürlich jetzt auch das in Szene setzen und auch dieses Motiv in Szene setzen. Und ich finde das gar nicht so schlimm, wenn da jetzt gleich Weiß drüber kommt. Dadurch bleibt ja durch diesen kleinen Blütenrand, kriegt es trotzdem auch nochmal ganz schön Gefälligkeit. Ich beschäftige mich jetzt hier mit den Quadraten 4,5 x 4,5, 4 x 4, und werde die aufkleben und dann können wir ja in der Zwischenzeit ein bisschen quasseln. Vielleicht sind ja, irgendjemand schrieb jetzt gerade, oh Mensch, meine Schwiegermutter mag unheimlich gerne Aufstellkarten. Ne, das wäre dann genau das Richtige. Ja. Und ist ja auch wirklich schön hinzustellen. Also die normale Karte liegt ja, und aber wenn man sowas hinstellen kann, vielleicht noch hat man doch vielleicht so eine Aufstellung, dass die nicht immer umfallen, weil die fallen ja manchmal dann doch mit dem Windzug um, wenn der Wind durchs Haus weht beim Lüften. Ansonsten, jetzt so zum Frühling, Gartenliebhaber, oder natürlich auch so ganz nach eigenem Geschmack. Ne? Was meinst du, was könnte man noch so dekorieren? Also ich habe ja jetzt hier so dieses Schlanke, die Leiter genommen. Ja, da würde ich einfach mal gucken, weil es muss ja gar nicht jetzt das sein, sondern es muss halt draufpassen hier. Ne? Und diese Blütenranke zeige ich euch ja gleich. Die passt zum Beispiel auch mega gut. Ne? Die ist ja auch total elegant. Ja. Also ich würde einfach mal gucken. Ich gehe ja bei sowas folgendermaßen vor. Ich überlege mir, welche Farbe mag der oder die Empfängerin. So, und dann gucke ich, was habe ich dafür für ein Designerpapier. Und wenn ich dann noch Glück habe, dann passt das Stempelset sogar auch noch zum Designerpapier. Dann ist es vielleicht sogar eine ganze Kollektion. Dann bin ich ja mega, mega gut aufgestellt. Weil die Leiter passt da jetzt ja sensationell, muss ich sagen. Ne? Aber das ist ja purer Zufall. Wann hat man denn mal so ein langes Teil da? Und dann kann man die Werkzeuge dann noch drapieren. Das würde nur bei jedem anderen vielleicht auch passen. Aber die Leiter, ja, also ich wüsste jetzt gerade nicht, was da sonst noch so... Naja, wie gesagt, wir haben so ein Herbst-Naturset aus dem Winterkatalog. Da sind auch so schlanke Gräser drin und so. Die könnte man ja auch ausstanzen und da draufkleben. Ne? Wenn ihr das dekoriert, bitte aufpassen, dass ihr das nicht so macht und hier ein Quadrat aufklebt, weil das sind ja die Rechtecke. Und hier vielleicht, wenn ihr was besonders Wichtiges habt, was an diese Stelle soll, dann auch aufpassen, dass es dann auch an die Stelle kommt, wo ihr das gerne hättet. Beim Designerpapier bitte weiterhin aufpassen. Dieses hier hat jetzt eine Richtung, dass euch die Gräser oder Blüten nicht auf dem Kopf stehen plötzlich. So, dann haben uns etliche Zuschauerkarten erreicht, die zeigen wir nachher auch noch. Und dann dazu noch eine Bitte, schickt sie gerne an info@irenesbastelzimmer.de. Geht schön dicht dran, macht eine schöne, klare, scharfe Aufnahme, schickt es her. Wir haben etliche, das wird also einen Augenblick dauern, bis sie dann dran ist. Es sei denn, sie wird wie alle anderen sensationell gut und passt vielleicht gerade, dann würden wir es halt auch mal dazwischen schieben. Ansonsten arbeite ich es eigentlich so der Reihenfolge nach ab. Und wir freuen uns immer, wenn wir welche bekommen. Weil das ist allein schon immer schön anzugucken, ne? Ja, ich mag das total und ich finde es auch immer eine schöne Inspiration für alle Zuschauer, wenn mal so gezeigt wird, was gebastelt wird oder was, jeder hat ja eine andere Idee zu irgendeinem Thema, ne? So, und ansonsten, wenn ihr Fragen habt hier zum Basteln oder zu Irenes Bastelzimmer, dann raus damit. So, das ging ja schnell. Hattest du diese Dinger jetzt eigentlich vorgeschnitten? Ja, die hatte ich vorgeschnitten, genau wie diese hier. Die habe ich jetzt auch vorgeschnitten. Guck mal, da habe ich eine andere Richtung, habe mir dann aber gedacht, das fällt gar nicht auf, weil ja wirklich nur ein Mini-Rand zu sehen ist. Ne? Mhm. Nee, ich wollte jetzt hier nicht noch 20 kleine Quadrate ausschneiden. Das ist ja dann auch nicht so spannend für die Zuschauer. Die schneidest du aber auch zur Info, also mit der Schere oder mit der Papierschneidemaschine. Die sind
4x4. Dann nimmst du so einen Streifen und dann machst du immer einmal Ratsch, Ratsch. Dann hast du praktisch aus dem langen Streifen machst du dann... Wie beim Metzger, ne? So, wie beim Metzger. Oder Schlachter ist das ja bei uns. Beim Metzger, da muss ich ja immer deinen Geflügelsalat holen. Ich tue nun wieder. Ja. So, den vorderen können wir schon auch aufkleben. Weil das Blütenmotiv gestempelt und gestanzt ist. So, dann kommen wir jetzt mal ein bisschen, ja, jetzt geht es mal hier ans Eingemachte. Achso, immer wenn ihr Karten schickt, und manchmal schickt ihr auch so Karten. Also es wäre immer wichtig zu schreiben, dürft ihr veröffentlichen und dann auch den entsprechenden Namen oder den Spitznamen oder auch bitte ohne Namen dürft ihr, das müsst ihr schon dazu sagen, weil dann, wir müssen schon wissen, woran wir da sind. Ja, wir wollen ja nicht in Schwierigkeiten kommen, genau. Hier, weil das irgendeiner sagt, boah, ich wollte aber gar nicht, dass das gezeigt wird. Ich habe erst die Leiter vorbereitet gehabt bei meinem Projekt und dann habe ich gedacht, oh nee, eine Leiter, die einfach so in der Luft steht, das sieht ja blöd aus. Also nehmen wir jetzt mal ein Stück Boden. Und was haben wir gerade aktuell an Fußboden? Oceanfront. So, da kann man einfach hier so... Ja, Margarete sucht die langen Kuverts. Wo findet sie die? Das sind doch, sind das nicht C6? Welche langen Kuverts? Ja, wahrscheinlich die von Stampin' Up, ne? Diese langen Umschläge. Die 9? Ja, keine Ahnung. Ich suche die langen Kuverts. Wo finde ich diese? Margarete, sag doch nochmal genauer, welche langen Kuverts du meinst. Und dann können wir dir weiterhelfen. Vielleicht. Doch, sie vielleicht meint sie, ich warte, Moment. Vielleicht meint sie. Sag nicht, du hast sie auf Schlag da. Na, im Katalog habe ich sie. Ach so. Schlag mal bitte hinten den Index auf. Da sind die Umschläge für die Slimline-Cards. Also jetzt haben wir hier den Fußboden. Ne? Dann geht's weiter. Und jetzt wird's spannend. Ich habe hier vorbereitet. Das ist die Blüte. Die habe ich schon in Gartengrün gestempelt. Da kommen wir aber gleich zu. Das ist die Leiter. Und dann habe ich hier noch so Kleinkram. Das kippe ich mir mal ein bisschen aus. Weil das wird jetzt noch ein bisschen bearbeitet. Ich habe hier schmale Umschläge gefunden. Da. Ja, das sind die. Das sind die? Darf ich die mal haben? Klar. Die 9, sagt sie. Ja, die 9. Ja, 157981. Kannst du bei mir bestellen? 157981. Wir werden, das ist das Werkzeug. Und wir werden das Werkzeug jetzt noch ein bisschen bearbeiten, damit das ein bisschen cooler aussieht. Ich habe Wildleder auf Savanne gestempelt. Und je nachdem, wie stark ihr das mögt, ich nehme jetzt erstmal Savanne, muss man erstmal gucken. Auf ein Bürstchen oder Fingerschwämmchen geht ihr da mal so ein bisschen bei. Ja, das könnte ein Tick dunkler. Und macht die mal so ein bisschen, wie nennst du das immer, Joachim? Rott. Rott. Der Rott sagt da manchmal. Ja, das kommt aus Schleswig-Holstein. Ist hier jemand aus Schleswig-Holstein? Und manchmal... Im NDR läuft manchmal hier Büttenwader und da sagen die immer, Mensch, du Brackelmann, dein Schuppen, der ist doch Rott. Und dann denke ich, das ist was das denn, ne? Für ein tolles Wort, Rott. Ja, jetzt machen wir die Leiter Rott. Nämlich auch ein bisschen Rott, damit die nicht ganz so wie neu gekauft aussieht. Bisschen gebraucht schon. Ja. Also solche Leitern sehen ja, also nur Holzleitern wüsste ich jetzt auch gar nicht mehr, doch, gibt es sicherlich noch. Super stabil, aber sind natürlich schwerer als Alu. Deshalb haben die Maler und Handwerker heutzutage alle so Aluleitern. Und wenn, dann sind die vollgekleckst mit Farbe und was weiß ich. Ne? Ja. Das Werkzeug kriegt auch eine kleine Behandlung. In diesem Fall ist das der Griff von der Schaufel. Und das hier, ich muss eben gucken, ich musste nämlich ganz schön tüfteln, bis ich das erstmal raus hatte. Das ist die, wie heißt das, Gartenschere? Zange ist das jetzt. Ja, Heckenschere. Heckenschere. Ja. Da machen wir auch die Griffe so ein bisschen. Mhm. Hier kann auch noch mal ein bisschen. Auf alt getrimmt, genau. Ja, auf alt vintage. Getrimmt. So, und dann haben wir noch dieses, also dieses hier gehört leider nicht zu dem Held mit Handschuhen. Das gehört tatsächlich zum Regenbogen-Set, zum Gummistiefel-Set. Dieser Rechen, dieser Hake, das ist das Vorderteil der Schaufel und das ist nochmal die Heckenschere und da gehe ich jetzt ein bisschen mit Schiefergrau bei und werde die auch nochmal so ein bisschen hier, ne, dass das so ein bisschen Kontur kriegt, so ein bisschen.
Dann können wir das zusammensetzen. Dann musst du ja die Schaufel noch drehen. Ne? Ich bin gespannt, wie du das machst. Ja, wirst du gleich. Da bin ich ja mal neugierig. Ja. Hoppla. Huch. Mensch. Könnt ihr das sehen? Das sieht ja aus hier auf meiner... Aber das Blatt kommt gleich weg. Schaufel wird zusammengeklebt. Hier kommt das. So, hast du Zeit für eine Frage? Aber immer. Die Klierstempel bleiben, wenn man mit Rot gestempelt hat, rot, und diese dann auch sauber gemacht hat, trotzdem rot. Bei den anderen Farben ist das nicht. Wie bekommt man das weg? Das bekommt man Biene gar nicht weg. Aha. Das liegt einfach an den Farbpigmenten, an diesen Rotpigmenten in der roten Farbe. Das ist aber kein, wie soll ich sagen, kein Grund. Also das ist kein Reklamationsgrund oder so. Was man machen kann, da gibt es einen guten Tipp, und deswegen ein Danke für diese Frage. Das ist nämlich für alle interessant. Ich nehme euch kurz zurück. Es gibt die Möglichkeit, so mache ich das ganz oft, wenn ich es nicht vergesse, vor dem ersten Stempeln gehst du mit diesem Clear Stamp in Savanne oder Sahara-Sand rein. Das ist eine ganz helle Farbe, ist ja gerade Sahara-Sand. Dann legt sich da wie so ein Film drauf und dann können die roten Farbpigmente nicht ganz so stark anhaften. Es ist aber trotzdem immer ein bisschen zu sehen. Also das lässt sich leider nicht vermeiden. Das liegt am Material sozusagen. Gut, wir können noch mal einmal den Trailer zeigen. Ja. Weil dann kann das da alles ein bisschen abtrocknen. Ja. So, ich bin dabei. Das nehmen wir jetzt mal weg. Jetzt kommt hier mal unsere Matte. Wir können das jetzt hier mal zusammensetzen. Ich lege nochmal mein Beispiel daneben. So soll es gleich aussehen. Leiter auf Boden. Ich schreibe euch nochmal den Link zum... zur kurzen Anleitung da rein, ja. Zur Faltanleitung mit den Maßen. Aber bleibt trotzdem bei uns, damit ihr dann seht, wie sie vollendet aussieht. Da kommt nämlich nochmal ganz, also fand ich, ganz guter Tipp von mir. Und dann ist hier nochmal die ganze Liste mit allen verwendeten Produkten. Wer hinterher vielleicht nochmal sagen, diese Karte vielleicht 1:1 nachbasteln möchte, der hat dann gleich die Liste. Super. Mit allen Sachen. Sehr gut, was ist hier mit meinem Aufhebhelfer? Das sind die Grasbüschel, die sind hier im Set enthalten, in dem Handschuhset. Ja, doch, Handschuhset heißt es ja, also Held in Handschuhen. Die kann man da ganz gut da vorne vorsetzen. Bisschen viel Kleber. So, und dann steht die Leiter nämlich auch vernünftig auf dem Boden. Ne? Dann kommen die Gerätschaften dran. Also ich finde ja diese Gerätschaft, ich musste zwar kurz überlegen, wie das alles zusammengehört. Ihr wisst es ja jetzt, ihr habt es ja jetzt bei mir gesehen. Finde ich echt cool. So, hier kommt noch so eine schwarze... Diese Gartensachen findest du cool? Ja, ich finde das cool. Ja. Ist was für Männer, aber auch für Frauen, die gerne im Garten sind. Ja, morgen ist schönes Wetter. Ich muss im Garten ein bisschen an eine Hecke ran. Dann nehme ich aber meine elektrische, nicht so eine... von Spielzeug. Ne? Um die Schaufel binde ich jetzt noch so ein bisschen Leinfaden. So, Silvia sagt, sie hat alles, um diese Karte zu basteln. Na dann. Hast du also schon den Warenkorb geguckt, Silvia? Das ist ja interessant. Gut, der letzte Woche war noch ein bisschen voller, der Warenkorb. Heute war das ja nicht ganz so viel wie letztes Mal, ne? Ja. Aber das ist auch total gut angekommen bei euch, das Gummistiefel-Set, was ich euch gezeigt habe. Rain Boots? Ich will immer Rainbow sagen. Flowering Rain Boots. Warum kann ich mir das so gut merken? Ja, ich bin ganz überrascht. Ja, ich auch. Flowering Rain Boots. So, ich finde ja,
solche klitzekleinen Details, wie jetzt hier diesen Leinenfaden, der jetzt echt fummelig ist hier um die Schaufel. Aber die machen das natürlich aus, ne? Mhm. Oh je, jetzt habe ich das so kurz abgeschnitten. Ich habe hier schon mal die Karten vom Mittwoch, die wollten wir noch mal zeigen. Haben wir noch Fragen? Ja, haben wir denn noch Fragen? Im Moment keine weiteren Fragen, euer Ehren. Dann warten wir mal. Ja, dann kommen wir aber trotzdem. Ich bin ja immer neugierig. Mhm. Morgen ist der 14. Wie sieht es denn aus bei euch? Mit Valentinstag. Ja. So, Joachim wollte den Trick noch wissen, wie ich die gebogen kriege. Na, ganz einfach. Ich nehme die in die Hand und biege die so ein bisschen. Ich muss sie unten lassen. Dann ist sie zack, ist sie gebogen. Ihr könnt es aufkleben mit dem Glue-Dot. Oder wie ich hier. Dann müsst ihr halt warten, bis es angezogen ist. Die kommt dahin. Und die Hake haben wir hier auch noch. Ja, schreibt einer was zum Valentinstag oder gibt es da nirgends? Noch nicht, das fällt ja überall aus, glaube ich. Die Männer haben das alle nicht auf dem Zettel, weil morgen ist ja Montag, dann müssen sie erstmal alle, obwohl ist ja auch für die Frauen auch, ne? Ist ja für die Liebenden, nicht nur für die Männers. Ne? Wollte ich wohl meinen, was machen denn unsere Frauen, die ganzen Herzsets immer feiern? Wir feiern keinen Valentinstag, haha. So, da haben wir schon mal die erste Botschaft. Okay, ja, feiern tun wir den auch nicht, aber... So. Kriegen denn irgendwelche Männer von irgendwelchen Frauen etwas zum Valentinstag? Das wäre jetzt mal die Frage, die mich interessieren würde. So nach dem Motto, ich habe für meinen Schatz was besorgt. Der kriegt jedes Jahr zum Valentinstag was. Bin ich mal gespannt. Also ich meine ja, dieser Valentinstag ist so ein bisschen, haben ja die Floristen irgendwann mal erfunden, ne? In Amerika, glaube ich. Ne? Wird ein bisschen sehr gehypt hier. Ich habe hier ein bisschen Kolorationsequipment, Leute. Da ich das Blümelein mit Stempelkissenfarbe Gartengrün gestempelt habe, die ja wasserbasiert ist, kann ich da jetzt einfach mit meinen Stampin' Blends reingehen, ohne dass sich das der Rand anlöst. Und ich koloriere das in Papaya, passend zum Papier. Also mein Mann bekommt was von mir, sagt die Stefanie. Mein Mann kriegt jedes Jahr eine Karte. Schön. Und fällt aus, sagt die Anna. Anke sagt, gibt es nicht bei denen. Und Mella hat vor 23 Jahren ihren Mann kennengelernt. Mm. Aha, deshalb konnte man sich das wahrscheinlich gut merken. Und wer sagt das hier mit der Geldmacherei? Sabine, ja, wir auch nicht, ist Geldmacherei. Jo, Gärtnerweihnacht, sagt Sari 0569. Jo, da ist wohl auch was dran. Ja. Stimmt. Aber ich glaube, die jungen Menschen, die finden es, glaube ich, ganz gut, ne? Ja. Das glaube ich auch. So, nächster Tipp von mir für euch, exklusiv. Ihr nehmt Stempelfarbe. Wir könnten einmal kurz die Zuschauerkarten zeigen. Nee, geht das jetzt? Geht jetzt nicht? Geht jetzt nicht. Weil sonst trocknet mir das an, ne? Nee, muss das jetzt fertig machen. Okay. Also, ich habe Stempelfarbe mir auf den Acrylblock genommen. Und, das wollte ich nämlich letzte Woche schon gezeigt haben, schaut mal, ihr könnt den Wink of Stella natürlich auch zum Kolorieren benutzen. Also, ihr müsst nicht zwingend mit einem Wassertankpinsel... Hier ist jetzt, das war die falsche Seite. Hier ist jetzt die grüne Stempelfarbe drauf. Da gehe ich mit meinem Wink of Stella dabei. Nehme mir die Farbe auf. Seht ihr das? Und dann gehe ich hier nochmal so ein bisschen in die Blume, in das Grüne rein. Und durch den Wink of Stella kommt da gleich, es ist minimal, ne? Aber es kommt gleich noch ein Hauch von Glitzer mit auf die Blume. Was ich sehr schön finde. So, gereinigt wird der ganz einfach, indem ihr den abstreift hier auf auf dem Papier. Schaut mal, der ist jetzt gleich wieder ganz klar und dann könnt ihr den wieder ganz normal einsetzen. Alexandra ist auch da. Hallo, guten Abend, Alexandra. Und Sven kriegt einen dicken Kuss, sagt sie. Oh! Ja, das ist ja auch immerhin schon mal was. Ja, Alexandra, wollen wir da was zu sagen? Also, ich nehme euch mal kurz zurück. Wir werden ja in Kürze einen Ausflug machen mit Alexandra und Sven, einen etwas weiter entfernten Ausflug. Wir freuen uns schon mega drauf. Und du wolltest ja mit Sven Wildwasserrutschen machen, aber ist leider geschlossen, ne? Im März wolltest du da nicht... Sind da Wildwasserrutschen? Keine Ahnung.
Du wolltest Aquarium ist doch was für Sven. Das ist ein riesiges Aquarium. Das wäre doch was. Ja. Und du willst du nicht so was, so eine Jeep-Safari oder sowas, so was, was so richtig mal nerven kostet? Sven wollte da was raussuchen. Da verlasse ich mich jetzt drauf. Ich war da ja auch schon mal. Von daher ja. Vielleicht mal was, was ich noch nicht gemacht habe. Also auf jeden Fall werden wir Shopping machen. Wir haben den ersten Tag frei. Alexandra, Sven, wisst ihr Bescheid, ne? Wir nehmen uns da so ein Fahrzeug, ein Uber, und dann werden wir ein bisschen shoppen. Weil wir kennen uns ja ein bisschen aus. Wir waren da ja schon in Salt Lake City, von daher. Ne? Gut, weiter geht's. Jetzt die Zuschauerkarten. Okay, bevor ich euch auf den Tisch zurücknehme, gibt's jetzt die Zuschauerkarten. Viel Spaß dabei. Vielen Dank an alle, die uns immer so fleißig ihre Werke zeigen, schicken, mailen, also nicht in echt, das ist alles elektronisch gekommen, diese Werke, ja, die du dann in den Trailer zusammenfasst, und das finde ich immer schön, das ist eine schöne Sache, und ja, ich bastel weiter. Das Blümlein ist trocken, das kommt hier jetzt drauf. Sven ist schon ganz aufgeregt, sagt Alexander. Ja. Er kontaktiert mich noch. Ja, mal sehen, was er da für Ideen hat. Da bin ich mal gespannt. Ich auch. Und wir gehen ja den Tag dann schön basteln, Alexandra und ich. Ne? Also das, was ja uns ausmacht quasi. Wir nehmen jetzt noch hier oben, hier gibt es auch noch mal ein paar Blümchen. Ne? Die sind auch aus dem Bienenliebe-Stempelset. Da ist so eine kleine Blumenranke drin. Ich stempel sie wieder in Gartengrün, damit es dann jetzt alles so ein bisschen Ton in Ton ist. Also schwarz wäre mir jetzt zu hart dabei. Ne? Das mag ich nicht leiden. Da ist ein bisschen Arbeit dran an dieser Karte. Oh. Hier wieder. Ah, ja. Ich könnte nie. Umdrehen. Ja, danke. Ja. Aber jetzt hast du nur noch einen Versuch da. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Oh Mann, ich will dich jetzt nicht unter Druck setzen. Nein. Aber. Oh Mann. Das ist, man muss da echt. Und das passiert auch einem Profi. Also ja, natürlich. Ja, natürlich. Das liegt daran, weil das Gummi, guck mal, das, wie da das Gummi, wie das daran geschmiert ist. Das Gummi ist nicht gut genug ausgeschnitten. Ich müsste das eigentlich nacharbeiten, aber das mache ich jetzt natürlich nicht mehr. Mhm. Nee, jetzt mein Stempelkissen müsste ich auch dringend mal nachfüllen hier. Das ist ja. Da gibt es irgendeinen Sprichwort mit dem Schuster. Schuster. Der Schuster hat selber die schlechtesten Leisten. Oder. Ach nee, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Nee, also irgendwie gibt es doch was, wenn ja. Irgendeiner hat doch, ne, der das eigentlich am besten haben sollte, der hat das dann nicht so, gar nicht so gut. Wie hieß denn das jetzt? Komme ich doch nicht drauf. Nee. Ist auch schon vergessen. Nee, weil auch Schlacht kann ja auch nicht immer alles einfallen hier. So, wieder Papaya und hell und dunkel. Wie Margot sagt, sie hat vor 13 Jahren von ihrem Mann einen Australian Shepherd Hund gekriegt zum Valentinstag. Oh. Und dann hat der Mann gesagt, das reicht für immer. Und? Ja, ist doch herrlich. Ein herrlicher Spruch. Das reicht für immer. Das reicht auf jeden Fall auch für 13 Jahre. Ja. Lebt der noch? Ja, das wäre interessant. Da gibt es den Hund noch. Und hat der auch wirklich so viel Freude gemacht, wie der Mann sich das erhofft hatte? Weil das hat ja nicht gesagt, dass es Freude macht, sondern hat gesagt, das reicht für immer. Naja, eigentlich ist ja schon, das ist dann, wenn man mit dem Hund jeden Tag spazieren gehen darf und so, ist ja schon schön, ne? Na, ist mal die Frau, ist schon mal gleich wieder eine Weile los. Geschickt gemacht von dem Mann. Wow. Ich möchte kein Tier, das weißt du, ne? Nee, das weiß ich. Hat einen Grund. Ich nehme euch kurz zurück. Hat einen Grund. Tatsächlich, ich bin ja auf dem Dorf groß geworden. Und wir hatten alles. Hund, Katze, Maus, Hund, noch ein Hund und noch eine Katze und Schweine. Und ich bin mit Tieren groß geworden. Mir reicht es einfach. Also das war
irgendwie immer, da musste immer einer zu Hause bleiben, sich um die Tiere kümmern. Mhm. Wenn die Eltern weg waren, dann mussten wir Kinder da bleiben und später musste einer hinfahren. Und nee, also ist gut. Ich mag Tiere, aber ja, ja. Das nur noch mal dazu. Ne? Haben wir verstanden, die Botschaft. Okay. Ja, wie willst du das machen jetzt, wenn du wegfliegst zum Beispiel? Ne? Kannst du wie... Also auch hier könnt ihr natürlich... Nehmt ihr eure Stempelideen nach Utah mit? Da brauchst du nichts mitnehmen, das ist ja schon alles soweit... Da ist alles da. Alles klar? Ja, das ist ja. Auch klar. Das ja, ist auch da klar. Sprechen wir jetzt aber noch nicht weiter drüber. Nee, da dürfen wir nicht drüber sprechen. Nein. Und was meint sie mitnehmen? Nee, Bastelzeug nicht. Alexandra, nimmst du Bastelzeug mit? Nein. Nein, da habt ihr doch gar keine Zeit. Also wenn ihr seid da im Bastelparadies, ja. Dann wird es ja wohl... Da braucht ihr nichts mitnehmen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Auch kein Kartenzettel. Nee, das ist auch da verschossener Platz da im Koffer. Den braucht man für den Rückflug. Lieber ein bisschen was einkaufen. Lehrers Kinder und Pastors Vieh gedeihen selten oder nie. Da, den meinte ich nicht. Es gibt doch irgendwie was. Mensch, das der hat die schlechtesten. Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Irgendwie so sinngemäß gibt es da irgendwas. Aber gut. Der Schuster hat die schlechtesten Sohlen? Ja, irgendwie so. Irgendwie so. So, und ich lasse sagen, ich finde, es sieht toll aus mit den Doodle-Rändern, die du drauf zeichnest. Das kommt gleich das noch. Das muss ich auch mal ausprobieren. Genau, das hat sie nämlich im Trailer gesehen, weil sie wahrscheinlich gut aufgepasst hat. Ja, gut. Und wir haben die Karte ja hier auch einmal vorliegen ohne Doodles. Ne, haben wir die jetzt mittlerweile das dritte Mal, oder? Nee, das zweite Mal. Aber hattest du mir die einmal gezeigt ohne Doodles, ne? Genau. So, das mittlere, da ist ja, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, aber ich muss hier weitersprechen. Bei dem mittleren habe ich jetzt kein Papier drunter gelegt, dafür habe ich das ein bisschen größer geschnitten und da kommt ein Spruch drauf. Und ihr könnt machen, was ihr wollt. Zu dem entworfenen Set wollte die kamen wissen, dann dürfen wir leider nicht drüber reden. Nein, wird auch das gar nicht noch gar geheime Kommandosache, da müsst ihr euch leider noch, oder was, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Wir sprechen auch nicht drüber, dass wir nicht drüber reden dürfen. So. Okay. Wir sagen da gar nichts zu. Aber das ist, was gibt, naja. Egal. Genau, Alexander sagt, die haben da doch alles zum Basteln. Das stimmt. Ja. Ja. Außerdem wollen wir ja nicht immer zu basteln. Wir wollen auch nicht abends noch basteln, ne? Wir wollen... Ja, der Schuster hat die schlechtesten Leisten, genau. Das ist der. Ja, aber der dümmste Bauer, die dicksten Kartoffeln. Yeah. Nein, nee, der ist auch immer gut. Nicht. Das, wieso eigentlich? Also Maike meint, sie kann nicht dudeln. Das sieht aus wie im Kindergarten. Ich zeig's dir gleich, bleib ganz ruhig. Also Maike, das ist nicht schwer. Also behaupte ich jetzt einfach wo mal ist so. Mein Garten gewünscht? Irene hat das schon mehrmals gezeigt. Ja, ich zeig's auch gleich nochmal. Ich hab's noch extra jetzt, ich mach das gleich in Ruhe, damit ihr vorher nachher sehen könnt. So, tatsächlich jetzt hier den Stemparillo oder wie sagten manche Stemparillos? Ja. Ich sag Stemparatus. Ich deutsch das auch ein. Ich sag hier Stempelhilfe. Stemparatus, hört sich zwar ein bisschen an wie Kartoffelstampf, dann ist mir egal. Stemparillos. Ja. So, wird aufgeklebt und. So, eigentlich ist ja die Karte fertig. Und so war sie auch fertig. Und dann habe ich gedacht, irgendwie, ne? Ich meine, sie sieht hübsch aus. Und so, also, mir gefällt das, ne? Würde ich mich ja auch selber mega freuen, wenn ich so eine Karte kriege. Dann habe ich gedacht, aber irgendwie, ne? Irgendwie könnte da noch ein bisschen was dran. Und dann habe ich gedacht, okay, dann machen wir mal einen Doodle dran. Ich habe hier den Stampin' Right Marker in Gartengrün. Gibt es leider nur in der Mischung. Also es gibt ja den einzigen Stift, den wir einzeln haben, ist der schwarze. Und halt diese ist in der Mischung, ist in der Mischung prachtfarben. Ich zeige euch den noch einmal ganz kurz. Der hat eine breite Spitze und eine dünne Spitze. Und wenn ihr Handlettering könnt, von Handlettering-Künstlern werden die sehr gerne gekauft, weil man halt mit dieser Pinselspitze einfach gut handlettern kann. Ich kann es ja nicht, das wisst ihr ja. So, warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen. So. Jetzt handletterst du? Ich will nur zeigen, wie man, dass der dick und dünn schreibt. Ach so. Je nachdem, wie man ihn aufdrückt. Aber ich kann halt kein Handlettering, deswegen kann ich das nicht richtig zeigen. Wir nehmen die dünne Seite. Und wenn ihr sowas macht, so Linien, ne, dann fangt ihr einfach oben an
und zieht nach unten weg. Und das soll ein bisschen krumpelig aussehen. Das ist der Dudelrand. Auch mal absetzen zwischendurch. Mach mal ganz gern so ein Pünktchen. Also ich bin immer wieder fasziniert, muss ich sagen. Du brauchst jetzt nicht reden, aber das ist wirklich, mir gefällt das auch. Weil das einfach, das hatten wir uns ja vorher angeguckt, ne, mit dieser Karte, und da haben wir festgestellt, mit diesem Dudeln, das reißt nochmal so was raus, das ist unglaublich. Also, finde ich. Was ist eure Meinung dazu? Das wäre ja auch mal ganz interessant. Vielleicht sagt einer, nee, das geht gar nicht mit dem Dudeln. Oder würde ich nicht machen. Schnell mal noch eure Meinung rein. Das wäre mal interessant. Ja, das hat sich leider gerade gleich erledigt. Hier, guck mal, mein Stift. Schuster. Ja, hat gerade eine Mücke. Versuche ich es mal, ob ich es mit der Spitze. Ja, gut. Okay, geht auch. Und die Farbe nimmt man natürlich dann praktisch passend dazu. Ja. Ja. Also das Grün und nicht schwarz oder so. Nee, das ist grün. Ja. So. Karin mal, sie hat bei der Otterkarte, die du neu gezeigt hast, auch gedudelt. Tja. Jetzt überlege ich gerade die Otterkarte. Haben wir die hier noch liegen, die Otterkarte? Nee, finde ich jetzt hier nicht. Aber an das Motiv erinnere ich mich schon noch. Ach, wir wollten auch noch die Karten vom Mittwoch noch mal zeigen. Nee, die habe ich nicht mehr drauf. Die habe ich in der Hand. Achso, in echt kann ich die noch echt, mal zeigen. Die mit dem Mädchen. Ja. Ja. Ja, sieht super aus. Sieht sehr schön aus. Jo. Mich fuchst es nur gerade, dass die dünne... Das muss zum Papier passen, sagt die Gitter. Wahrscheinlich meint sie entweder jetzt das Dudeln oder die Farbe. Ja, wahrscheinlich hat sie mich verstanden, was ich sagen wollte, und meint natürlich, das muss zur Farbe, zum Papier passen. Und das stimmt auch. Ja. So. Es ich lasse das Karte mal ab, sagt die Mary. Genau. Ja, ich lasse das aber jetzt hier trotzdem, aber ich das jetzt hier mich gerade ein bisschen fuchs, dass das da so dick geworden ist, deswegen zeige ich auch lieber die. Da war es noch einwandfrei mit dem Stift. Ne? Schöner, zarter Dudelrand und alles ist gut. Ich lege euch nochmal eben das hier hin, das könnt ihr euch screenshotten. Wie gesagt, das ist nur die Faltanleitung und hat nichts weiter zu bedeuten. Also nichts zu bedeuten, es ist nur, das hier steht zurückfalten, zurück, Berg, Tal, Berg und so weiter. Ne? 29,7 mal 15, 5, 10 und 5 und 10 von jeder Seite und einschneiden. So, jetzt zeigen wir nochmal die Zuschauerkarten. In der Zeit kannst du nochmal kurz die Magnettafel präparieren. Ja. Weil das wollten wir nochmal kurz zeigen, weil das war ja vorhin ein bisschen zu kurz gekommen. Ja, sehr gerne. Und wenn das noch nicht reicht, dann reiche ich dir hier bis dahin nochmal dann die Karten vom Mittwoch vor. Aber wir machen jetzt den Zuschauertrailer, würde ich sagen. Und dann zeigen wir nochmal die Magnettafel. Mach alles, du drückst die Knöpfe. Ich drücke alles. Ich zeige euch den Trailer auch nochmal vorweg, weil dann haben wir ein bisschen Luft zum Herkram. Ja.
Das ist die Magnettafel. Ich habe schon ein Blatt eingespannt. Das ist das zweite, was mit dabei ist. Das ist Scrapbook-Größe. Ihr könnt jedes beliebige Papier verwenden. Ihr habt Aufkleberbögen in Sprachen, die man vielleicht nicht unbedingt braucht. Aber ihr habt auch deutsche Aufkleber dabei. Ihr habt Blümchen mit dabei. Ihr habt Sticker mit dabei. Hier ist ein Englisch, Französisch und in Deutsch natürlich. Wobei man aus den englischen und französischen Resten ja vielleicht auch trotzdem, wenn man sich das abschneidet, ja irgendwas machen kann. Ne? So ist es ja nun nicht. Ihr habt Taschen dabei, die dann so zusammengebaut werden. Und ihr habt kleine Kärtchen, die dann auch so im Farbschema mit dabei sind. Und dann habt ihr natürlich auch diese schönen, coolen magnetischen Klammern. Seht ihr, die fluppen da dran und da kann man dann halt seine Sachen dran befestigen. Und ich zeige euch noch ganz kurz das Farbschema, um das es sich hier dreht. Schwarz, Schiefergrau, Minzmakrone, Blütenrosa, Flamingo und Wassermelone. Und wenn ihr diese dann verwendet und die Etiketten, dann seid ihr super aufgestellt. Und Mittwoch zeige ich euch meine Idee dazu, beziehungsweise wie das alles zusammengebaut wird und zusammengesetzt wird. So, dann haben wir nochmal die Karten vom Mittwoch war das, ne? Ich meine ja. Mittwoch war das, ja genau, die beiden Schmetterlingsfantasiekarten. Ja. Schaut euch die gerne nochmal an. Hier einmal, ich habe gezeigt, wie man das koloriert, aber ich habe auch gezeigt, wie man das mit der Paper-Piecing-Technik macht und das Kleidchen nochmal stempelt und ausschneidet. Dann hatten wir kürzlich diese ganze Horizontreihenkartengeschichte. Ja, die eine mit dem zum Geburtstag, mit dem, das hatten wir heute als Zuschauerkarte. Da hatte die Kati uns ja was geschickt. Ja. Die hat das Fahrrad ja vorne noch eingebaut. Genau. Ne, weil ich ja gesagt habe, oh, da wird auch das Fahrrad gut passen, das ist am Zaun. Und prompt wurde das umgesetzt. Heute habe ich mir noch gar nichts gewünscht, sowas, was umgesetzt werden könnte. Nein, alles gut, jeder kann basteln, was er mag. Schaut euch das alles gerne an. Gibt so viele Ideen mittlerweile jetzt und so viele Videos. Ich glaube, da kommt ihr mit dem Gucken gar nicht mehr hinterher. Ne? So, das... Wenn ihr noch was braucht, heute Abend 22 Uhr ist Ende Sammelbestellung. Ja. Und diese Woche hatten etliche gesagt, und meine Demo hat aufgehört, kann ich auch bei Irene bestellen oder bei dir bestellen vielmehr. Ja klar geht das. Und bei uns ist ja immer so, ab 30 Euro ist der Versand kostenfrei. Mhm. Schon. Genau, einfach melden und dann übers E-Mail oder anrufen oder was auch immer. Denkt dran, jetzt nur noch im Februar, nur noch bis 28. Die sich als Gratisprämie die hübschen Grüße ausgesucht haben, die kriegen eine Anleitungsdatei, um diese Karten nachzubasteln. Natürlich zeige ich euch nicht die Vorderseite, sondern Nein. Ihr habt eben nur die Rückseite gesehen. Habe ich etliche E-Mails verschickt. Ja, und, also, und auch apropos Demos, die bei uns sind, die kriegen das auch. Ja, Alexandra, oder? Du würdest das auch kriegen, ja. Wenn du das abforderst. Natürlich. Ja. dass einer sagt, ja, wieso hat sie das nicht? Ja. Nein, muss man sich melden, weil wir wollen das jetzt nicht proaktiv da allen hinschicken. Nachher will das einer gar nicht haben. Eben. Oder hat es gar nicht. Ne? Das können wir auch nicht nachvollziehen, ob das jemand hat. Aber wer es denn gerne hätte, der kann es dann auch gerne haben. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Wir sehen uns auf jeden Fall live am nächsten Sonntag um 19 Uhr zur großen Live-Bastel-Show. Was ich mache, weiß ich noch nicht. Tatsächlich weiß ich das noch nicht. Na gut, eine Woche vorher, ne, da kann auch noch viel passieren. Irgendwie, na, vielleicht gibt es ja noch irgendwie das nächste Knallerprodukt von Stamina, das man da unbedingt noch zeigen muss oder mit basteln muss. Wie heißt das dann immer so schön? Fließt nur viel Wasser den Rhein runter? Ja. Haben wir jetzt noch mehr Sprichwörter? Nee. Was du, ich muss erstmal gucken da mit den Schuhen, aber das ist jetzt nur am Rande. Was du weggibst, bist du los, ne? Jetzt hier. So war das doch. Ja, wir können nochmal die beiden Trailer zeigen. Etliche sind später gekommen, viele gucken sich das in der Aufzeichnung nach. Etliche haben jetzt gesagt, die Gundula zum Beispiel, oh, die Musik zum Trailer bzw. zu den Zuschauerkarten ist schön. Da freue ich mich, ich mache mir immer so viel Gedanken dazu, ob das passt und so. Und ja, schön, freue ich mich immer sehr über so ein Lob. Dankeschön. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Was jetzt zuerst? Trailer. Ciao.